Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, ich bin jetzt wieder hier zurückgegangen. Ich zeige euch das nochmal kurz auf der Karte. Ich habe übrigens festgestellt, wenn man die linke Taste, also Select, länger gedrückt hält, kommt man direkt auf die Karte. Ich habe jetzt ein bisschen wenig gedrückt gehalten. Dann bin ich hier unten zu dieser epischen Truhe gegangen. Und um euch das nochmal kurz zu zeigen, direkt hier vorne lag dieses Ding, was ich jetzt gerade hier auf die andere Seite rüberkutschiert habe. War ein bisschen problematisch, weil hier wollte er nicht rübergehen, deswegen musste ich es loslassen und rüberspringen. Und naja, war ein bisschen doof, sagen wir es mal so. So, dann wollte ich jetzt mit euch zusammen schauen, was wir da in der Kiste drin haben, weil das ist ja eine epische Kiste. Was war das gerade? Überheblicher Helm des einäugigen Giganten. Okay. Reden kann ich auch nicht mehr lesen, umso weniger. Warte mal, ist das hier drin? Plus 20% Schaden gegen einzigartige Gegner. Und auf Level 4 dann wahrscheinlich plus 30% Betäubung gegen einzigartige Gegner. Sieht scheiße aus, aber ja. Das mit dem Schaden ist natürlich nicht schlecht, muss ich sagen. Was anderes haben wir noch nicht gefunden. Nee, haben wir noch nicht gefunden. Also, ja, wie gesagt, es sieht leider scheiße aus. Und leider sieht man es dann auch so. Also, das ist schon ein bisschen blöd gemacht. Da hätte man es so machen müssen, dass man die Rüstung nicht sieht. Oder man es zumindest. Moment, in Fenix Inventar. Was? Das ist immer so schnell vorbei. Man redet gerade und dann ist es schon wieder weg. Nee, Moment, das war jetzt die Karte, die ich jetzt gerade gemacht habe. Inventar, das ist hier Inventar. Was kann ich da machen? Keine Ahnung. Ich kann was anpassen, das habe ich schon festgestellt, oder was ändern. Aber keine Ahnung, was die jetzt gerade meinten, was ich im Inventar machen soll. Ich weiß es nicht. Es ist zu schnell weggegangen. Sorry, ich kann es leider auch nicht sagen. Ja, wie gesagt, von der Optik her finde ich das ziemlich scheiße so. Aber es bringt uns natürlich einen Vorteil, deswegen sollten wir es dann doch tragen. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt zu den anderen Stellen und sehe euch gleich wieder. Bevor wir weitermachen, ich habe jetzt gerade noch etwas festgestellt. Und zwar, wenn ich da drauf gehe, ich weiß nicht, ob das bei allen ist. Nee, es ist nicht bei allen. Unten rechts steht jetzt bei mir, dass ich den rechten Stick reindrücken soll, damit ich den Helm unsichtbar machen kann. Das ist natürlich wunderbar, dann sehe ich immer noch total schick aus, genauso wie vorher. Ich nehme alles Meckern wieder zurück. Da hat sich mal jemand wirklich was Gutes ausgedacht und nicht wie bei den anderen Spielen so oft, ja, dass man halt eben so aussieht wie das, was man anzieht. Das ist nämlich sehr nervig. Bei Teso kann man ja alles ausschalten und Kostüme anziehen und so beispielsweise. Aber es gibt viele Spiele, wo es halt eben nicht so ist und ja, wo der Char dadurch dann doch ziemlich hässlich wird mit der Zeit. Das finde ich eine richtig gute Sache. Daumen hoch dafür. So, ich bin jetzt noch mal in dem Gewölbe drin, wo wir drin waren. Ich zeige euch das noch mal kurz auf der. Ich zeige es euch nicht auf der Karte. Ich zeige es noch mal eben auf der. Ich würde es auf der Karte zeigen, wenn ich in Gewölben eine Karte zur Verfügung hätte. Ich zeige euch das noch mal, wenn ich raus bin. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man das Ganze aufbekommt. Die Frage ist nur, ob ich das jetzt auch so hinbekomme. Ich kann nämlich gar nicht da durchschießen. Also wir müssen oben das treffen. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, wie? Können wir da so durchschießen? So auch nicht. Ach, wahrscheinlich oben drüber. Ah. Ah, perfekt. Ah, die ganze Mühe nur wegen einem Heiltrank. Naja, gut. Ich werde jetzt noch mal eben bis zum Ende laufen. Wir kennen das Ganze ja schon, beziehungsweise springen. Und werde euch dann gleich noch mal hinzuschalten, wenn ich aus dem Gewölbe raus bin. Dann kann ich euch auch noch mal kurz zeigen, wo das jetzt hier genau war. So. Ich denke mal, hier drin wird das noch nicht sein. Ich muss das aktivieren. Musste ich das beim letzten Mal auch? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. So, das war nämlich dieses Gewölbe, wo wir uns vorher hier Zutritt verschaffen mussten. Und zwar, ich habe leider etwas länger suchen müssen, war das hier oben, Odysseus Mühen.
Ja, damit ihr dann auch wisst, wenn ihr da Probleme habt, wie ihr da an diese Truhe kommt. Ich werde mir jetzt direkt mal hier vorne die nächste Truhe schnappen. Hier soll eine sein. Da auf der Seite. Ich weiß nicht, ob das besser ist, wenn ich von hier aus rüberspringe. Oh, Moment, da ist noch was. Ja, schwimm dahin, schwimm dahin. Los. Ach, das war das die Truhe? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich geh mal raus hier. So. Ja, perfekt. Das war sogar die Truhe, die wir haben wollten. Ja, super. Ja, diese kleine Lyra-Herausforderung verstehe ich irgendwie nicht so ganz, wenn ich jetzt ehrlich bin. Da ist auch nochmal eine Truhe auf der rechten Seite. Da könnten wir uns auch nochmal eben hinaufmachen. Ja, nette Krähen, brave Krähen. Wo ist die Truhe jetzt hin? Bin ich jetzt doof? Da ist eine Truhe. Da. 500 Meter. Ist sie doch so weit weg? Ich dachte, die wäre hier direkt um die Ecke. Okay. Ah, geh schon. Dann muss ich da hinten. Phoenix sah, dass Typhonscharen den Fremden in die Ecke gedrängt hatten. Es gab kein Entkommen. Ihre bisher größte Schlacht stand bevor. Oh, ich hoffe, der Fremde stirbt. Ja, das hoffen wir natürlich auch. Nein, nicht der Fremde. Moment, die ist auf der rechten Seite. Was zeigt ihr mir denn an? Rechts von mir soll die Truhe sein. Da hinten. Ja, die wollen wir aber doch vorher noch mal kurz holen. Ah. 91, das ist ja jetzt auch nicht ganz so weit weg. Ich habe übrigens festgestellt, hier ist natürlich jetzt beispielhaft kein Beispiel. Wenn hier bei den Bäumen unten, wenn das so ein bisschen gelblich am Leuchten ist. Jetzt ist die Truhe schon wieder weg. Moment. 41 Meter unter mir. Ach, das ist wieder so ein Mist, was irgendwo scheinbar in der Höhle drin ist oder so. Das habe ich schon mal gehabt. Da kam ich nicht rein. Und hatte auch keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Naja, gut. Wenn das so am Schimmern ist, dann muss man mit dem schweren Angriff, also in dem Fall nimmt die dann die Axt, muss man den Baumstamm angreifen. Und da sind, ich weiß gerade gar nicht mal, was da drin ist. So ein gelbes Zeug ist da immer drin. So, mal gucken, ob wir die im Schleichangriff direkt angreifen können. Ich glaube eher nicht. War wohl nix. Oh, komm schon. Genau, den machen wir weg, hast du recht. Boah, das nenne ich mal. Oh, habe ich den Typen jetzt gerade kaputt gemacht? Scheiße. Das nenne ich mal widerstandskräftig. Wow. Es ist vorbei. Du kannst rauskommen. Nein, danke. Kein Interesse. Sei ganz unbesorgt. Wenn ich dich verletzen wollte, könnte ich auch einfach zu dir rüberkommen und dich dort abstechen. Wohl wahr. Gut, dann wage ich es. Phoenix. Interessanter Name. Danke für die Hilfe, Phoenix. Schicke Armschienen. Danke. Ich bin auf dem Weg zum Tempel des Apollon, um das Orakel aufzusuchen. Ich auch. Ist gleich da drüben. Oh, toll. Ich kann jede Hilfe gut gebrauchen. Wir sollten zusammen. Hey, wo bist du hin? Das ist ja nett. Meine Armschienen. Dieser kleine Dieb. Ich habe dich gerettet. Boah, das ist nicht dem sein Ernst jetzt. Ich weiß, wie du dich fühlst. Man tut einfach alles für sie und dann verraten sie einen. Sauerei. Ach, hier ist wieder das nächste Rätsel. Okay.
Übrigens, falls ich etwas leiser zu hören bin... Wieso geht das nicht? Hä? Wieso kann ich nicht mehr schieben? Ach so, weil ich die Armschienen nicht mehr habe, ne? Oh, das ist ja scheiße. Hm. Okay. Kann ich hier irgendwie reinspringen? Ja, ne? Oder auch nicht. Hä? Ach, ohne Armschienen kann ich da auch nicht mehr reinspringen, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Das ist euer Ernst? Was kann ich denn jetzt überhaupt hier machen? Ich bin noch nicht schwer genug. Ja, geil. Schieße Pfeile durch Feuer, um sie zu entzünden und andere Feuerstellen damit zu entflammen. Ah, okay. Habe ich da jetzt irgendwas entflammt? Nö. Okay, bisschen höher vielleicht? Auch nicht. Soll ich denn hinzielen? Ich ziehe genau auf das Ding drauf. Jetzt hat das angenommen, okay. So. Was soll denn das? Wer baut denn so einen Eingang? Ein Zirkusartist? Ein Magier? Keine Ahnung. Sind... Oh, Entschuldigung. Komm näher. Tritt in das Licht. Die Mysterien, die ich zu bieten habe, sind so unzählbar wie die Sandkörner, die die Erde bedecken. Wie lautet deine Frage? O weises Orakel, wie mache ich den Fluch rückgängig, der alle in Stein verwandelt hat? Puh, also das ist eine wirklich gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium. Na gut, dann... Wie bekomme ich meine Armschienen zurück? Ah, ein weiteres Mysterium. Ja, deshalb komme ich zu dir, dem Orakel. Ah ja, nun, was das angeht. Ich bin nur der Priester. Das Orakel wurde zu Stein verwandelt. Mhm. Aber dieser Rauch hier ist ziemlich speziell. Glaubst du, der Sand heißt Sand, weil er zwischen der See und dem Land liegt? hast du einen kleinen Kerl mit goldenem Haar gesehen? Nein? Dann gehe ich jetzt. Was ist so lustig? Du hast gesagt, du gehst, aber du bist immer noch da. Mein Bruder wurde in Stein verwandelt und ich kann ihn nicht retten. Der eine, dem ich helfen wollte, hat mich beklaut. Und alles, was du kannst, ist lachen. Boah, das ist alles wahr. Bist du das Orakel? Der hat echt zu viel geraucht, der Typ. Oh, könntest du mir auf dem Weg etwas... mitbringen. Ich verhungere. Der Vater, den du kennst, ist nicht von deinem Blut. Zum Sieg führt ein gekrönter Berg in lockiger Flut. Dem Untier dürstet es nach den göttlichen Makeln. Heldenmut reißt sie dem Biest aus den Tentakeln. Der geflügelte Bote hilft. Auf in die Schlacht, auf das bald jeder aus der Verwandlung erwacht. Herde der Sturmsee, Schmiedefeuer entflammt, weißes Kind überzeugt, Feder leichter Verstand. Ältestes Kind der Thetis, dem Vater zum Hohne, kühn in die Höhe, ein Zuhause zum Lohne. Wow, das nenne ich mal eine Prophezeiung. Was denn? Ist es nicht seltsam, dass es auch Weissagung heißt und ich gar nicht weiß, was ich sagte? Halt! Dieb! Nimm deine Armschienen zurück. Wo du hingehst, wirst du sie brauchen. Komm mit mir. Nein. Gut, es tut mir leid, dass ich dich beklaut habe. Manchmal kann ich nicht anders. Das ist ein Problem. Also... Wieder gut? Nicht mal ansatzweise.
Ich brauchte eine Gabe für das Orakel. Ich dachte, du wärst ein Niemand und mochte deine Nase nicht. Aber das liegt jetzt hinter uns. Wir müssen los. Du mochtest meine... Wir haben nicht viel Zeit. Er wird bald hier sein. Wer? Ich habe genau das Richtige, um dich zur Hauptinsel zu bringen. Wo sind diese Flügel? Die hier? Wer ist hier der Dieb, hm? Guck nicht so süffisant. Sie würden ohnehin noch nicht fliegen. Du musst das fehlende Teil finden. Was meinst du mit fliegen? Konzentrier dich. Danach brauchen wir auch noch einen Krug von Aiolos. Ist er da drin? Ich beginne mit den Vorbereitungen. Wir treffen uns am Observatorium, wenn du den Krug hast. Ich verstehe nicht. Du schwebst in großer Gefahr. Lass mich dir helfen. Ja, schön. Aber du hattest gesagt, dass... Und weg ist er. Na gut, ich muss mir etwas einfallen lassen, um da durchzukommen. Naja, aber immerhin haben wir unsere Armschienen wieder. Das ist doch auch schon mal was. Berge den Krug aus dem Gewölbe und hol dir einen Teil der Schwingen, indem du die Sternbild-Herausforderung beendest. Okay. Kann ich das jetzt wieder schieben? Ja, perfekt. Stimmt, vorher waren die Arme immer am Leuchten. Das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. So, irgendwas können wir hier aktivieren. Aber was können wir hier aktivieren? Vielleicht ist das jetzt durch, dass man da durch kann. Ich werde mal für alle Fälle kurz speichern. Ja, ich habe jetzt ein paar Spiele gehabt, weshalb ich dann doch lieber vorher speichere. Ah, jetzt können wir durch, okay. Ja, ich würde eigentlich jetzt gerne hier einen Cut machen. Der labyrinthartige Pfad vor ihr schien beängstigend, doch das Licht der Sterne wies Phönix den Weg. Ja. Ich habe hier doch gar nichts, was ich da drauf machen kann. Ach so, ich bin ja auch so doof, dass erstmal schon mal hier was. 3 Stück, okay, perfekt. Warum 3, weiß ich noch nicht, aber... nehmen wir jetzt mal so hin. Moment. Ambossfeder? Ach so, okay. Amboss heißt wahrscheinlich, dass ich da besonders schwere Sachen drauflegen muss. Okay, verstehe. Gut. Ich will nicht sagen, aber das war jetzt einfach. Ich befürchte, der Rest wird jetzt nicht mehr so einfach sein. Jetzt wissen wir, wo Kisten hingehen, um zu sterben. Ja, ne? So. Ah, jetzt weiß ich aber nicht. Ja, da brauchen wir nämlich noch was. Das habe ich mir schon gedacht. Können wir von der anderen Seite was rüberholen vielleicht? Ach so, dann gehen die aber weg, ne? Nee, das wäre, glaube ich, nicht so günstig. Haben wir denn irgendwas anderes hier? Oder habe ich mich jetzt hier... Moment. Ah, Feder. BB. Mann, nein, nein. Oh. Ich wollte gerade sagen, spring doch nicht da runter. Aktiviert er das hiermit auch? Ja, perfekt. Okay. Ich war nämlich, als ich es draufgeschoben habe, habe ich noch gedacht, nicht, dass das wieder unterschiedlich ist und du schiebst jetzt falsch rauf. Okay, perfekt. Oh. Ziel erfassen? So, komm schon. Du hast es weitergebracht als die meisten Menschlein. Keine Sorge, bald werde ich dich begrüßen. Also hier scheint nichts mehr zu kommen. Bald werde ich dich begrüßen. Das hört sich irgendwie gar nicht gut an. Okay. Da haben wir eine Kugel.
Heilen. Okay, meine Gesundheit ist eh voll. Okay, euer Ernst jetzt? Ist das nicht zu weit? Anscheinend nicht. Okay. Gut, Feder, das passt schon mal. Okay. Frage ist jetzt, wofür brauche ich das? Moment, da ist doch... Da komme ich aber nicht hin, oder? Das ist doch zu weit weg. Ich kann es mal ausprobieren, aber ich schätze mal, das ist ein... Das ist wesentlich zu weit weg hier. Oh, vielleicht auch nicht. Die Frage ist nur... Oh Gott. Nein, wieso hat der direkt die Flügel gemacht? Festhalten tut er sich auch nicht. Ich bin doch nur einmal gesprungen. Wieso macht er direkt die Flügel rein? Das ist doch scheiße. Das war jetzt wirklich Mist hier. Beim ersten Mal hat er die Flügel ja auch nicht direkt da reingemacht. Okay. Oh, oh, ho, ho. Oh, gut. Was haben wir denn da? Ich finde das so genial, wenn die da so mit den Beinen draufhaut. Wir haben eine neue Rüstungsteil. Genau, voll das Deutsch. Ein neues Rüstungsteil bekommen. Dann schauen wir doch mal eben. So, 10% mehr Schaden mit der Axt. Damit 20% mehr Schaden gegen einzigartige Gegner. Hm. Ja gut, ich weiß nicht, was einzigartige Gegner sind, ne? Vielleicht ist das jetzt besser. Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben es mal einfach eingestellt jetzt. Oh Gott, jetzt muss ich den Mistweg hier wieder zurück. Oh, ich hasse es. Oh. Nein, nicht drehen. Nein! Warum macht die Flügel jetzt schon wieder beim ersten Mal? Was ist das für Mist? Ey, das ist sowas von schwachsinnig. In der Anleitung steht, aber zumindest ist die Truhe geöffnet. Das haben wir also auf jeden Fall gespeichert. Gut. In der Anleitung steht, dass man zweimal drücken muss, um die Flügel zu aktivieren. Warum nimmt die dann ständig bei dem ersten Sprung? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also wieder alles von vorne. Also nicht ganz alles von vorne zum Glück. Den Helm haben wir ja. Truhe ist offen. Wir haben allerdings noch einen ziemlich langen Weg vor uns, so wie es aussieht. Ah, ja, ja. So. Hier müssen wir nichts machen. Oder vielleicht doch? Ah, Feder. Okay, dann brauchen wir das dafür. Ah, okay. Ich habe mir nämlich schon gedacht, wir brauchen es jetzt gar nicht mehr. Gut. Übrigens, ich hoffe, dass die Aufnahme laut genug ist. Ich werde mir das dann am Ende der Aufnahme nochmal anhören. Ah, das kommt auch hin und her. Ich habe es nämlich jetzt mal ein bisschen runtergeschraubt, weil irgendwie immer, wenn ich dann wie bei Vollgeist oder so ein bisschen am Schreien war, dann ja, ist die Aufnahme ein bisschen sehr übersteuert gewesen. Deswegen versuche ich das jetzt mal ein bisschen leiser aufzunehmen, in der Hoffnung, dass das so funktioniert. Wenn ich jetzt trotzdem dadurch wieder zu leise bin, muss ich es leider wieder umstellen. Das ist ja ein großer Nachteil. Okay, was passiert denn hier? Das kommt aber da rein, oder? Ja. Ah, ach so. Oh, okay. Kann man den nach hinten rollen? Ich will den nach hinten rollen. Moment, kann ich den denn von hier aus ziehen? Vielleicht? Komm. Geht er da rein? Ja, 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 ja. Perfekt. Keine Ahnung, was ich jetzt aktiviert habe. Ach, das habe ich aktiviert. Okay. Wo muss die denn jetzt? Ach, da hinten rein. Okay. Hallo. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich die jetzt nicht aktivieren? So.
Und da rein, genau. Nein, was ist los? Perfekt. Oh. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, deswegen sage ich jetzt lieber gar nichts. Sehr schön. Wenigstens springt der jetzt erst beim zweiten Mal mit dem Flügelschlag. Okay. Ich befürchte allerdings, jetzt kommt irgendwas Böses. Als Phönix durch die Unterwelt streifte, kreisten ihre Gedanken um ihre Eltern. Waren sie sicher in Argos? Waren sie auch versteinert worden? Phönix verspürte das Stark... Langweilig. Plötzlich ein Riesenmonster. Ach du Scheiße. Ernsthaft jetzt? Es war gigantopisch, doch Phönix lacht. Das ist aber nicht mein Lachen. Nein! Du willst also tanzen, ja? Bist du süß? Das süße kleine Monster war ganz verspielt. Genau, was Phönix brauchte, um sich von ihren Sorgen abzulenken. Es war ein Geschenk des Olymp, das sie für immer in ihr verletzliches und doch immer größer werdendes Herz schließen wird. Na gut, wie du willst. Aber wenn ich kotzen muss, bist du schuld. Phönix war bereit, sich dem Monster zu stellen. Nein, war ich nicht. War ich nicht. Lauf! Nein, lauf! Oh, wieso kann ich die nicht vernünftig werfen? Nimm! Jetzt heb das Scheißding auf, Mann! Der macht mal richtig Schaden hier. Heb es auf! Das geht nicht. Warum hebt die das nicht auf? Ich bin fast da, Menschlein. Wie groß der Putzige! So viel. Warum läuft die jetzt von alleine? Hallo? Bleib immer stehen. Oder was du auch bist! Du machst mir keine Angst! Oh, ich habe schon gedacht, ja, das wird wahrscheinlich nicht so enden, dass ich gegen so einen kleinen, also dass da so ein kleiner dabei bleibt oder so, aber war aber schon eine putzige Geschichte, wie der sich verändert hat. Der war niedlich. Ich fand den kleinen aber irgendwie süßer. Ich würde gerne den kleinen mitnehmen, statt gegen den großen zu kämpfen. So als Moment. Begleiter. Als der Dieb Aiolos Krug sagte, dachte ich an einen Krug mit dem Gott der Winde darauf, nicht mit dem Gott der Winde darin. Wie soll denn Wind in ein so kleines Gefäß passen? Das ist unmöglich. Okay, ich hab den Krug. Was mache ich da jetzt mit? Die Flügel immer noch so geil. Vor allen Dingen sehen die auch richtig gut aus. So. Okay, der ist geschlossen. Aber der ist ja auch abgeschlossen, nehme ich mal an. Ja, Moment. Hol dir einen Teil der Schwinge, indem du die Sternbild-Herausforderung im Observatorium beendest. Jetzt muss ich mal eben schauen. Da müsste ich dann weiter geradeaus gehen. Okay. Dann würde ich allerdings sagen, dass ich mich mal eben drehe, weil es irgendwie so dunkel ist von der Seite, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir dann die Observatorium-Herausforderung, was auch immer das ist. Sternbilder hört sich jetzt irgendwie nicht sehr gut an. Dass wir die dann in der nächsten Folge machen. Ich bin wahnsinnig gespannt, weil ich kann es wirklich immer nur betonen, dieses Spiel hat mich bisher total angefixt.
Und ja, was ihr, ich weiß gar nicht, ob ich es im ersten Video gezeigt habe, wenn man die erste Runde durchspielt, bekommt man noch einen neuen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Es gibt, glaube ich, insgesamt 5 Schwierigkeitsgrade und ich möchte wirklich mal alle gerade durchspielen. Ich weiß nicht, ob ich die alle aufnehmen werde, aber ich werde mal versuchen, die einfach alle durchzuspielen. Vielleicht bekommt man ja auch irgendeine spezielle Errungenschaft oder so. Ich werde auf jeden Fall viel fluchen, das weiß ich jetzt schon, weil ich weiß, dass der Epi noch eine Stufe über mir spielt und das wohl extremst heftig ist. Und ja, wenn ich mir dann vorstelle, dass ich so eine wahnsinnigen Schwierigkeitsstufe noch freischalten kann, ich weiß ja nicht, wie sie heißt, super schwer oder wie auch immer, dann ja, ist mir schon ganz bang. Aber es ist immer eine Herausforderung. Bis zur nächsten Folge. Ciao!